Ein Ruf aus der Vergangenheit. Ein schicksalsträchtiges Schwert. Eine alles entscheidende Schlacht. Aurelia Porter liest aus dem neuen 5. Band ihrer Nicolae-Saga. Unter dem Schwert. Eine mystische Familiengeschichte im Rumänien des 19. Jahrhunderts. Thema der Lesung: zwischen Erblast und Selbstbestimmung. Also, erstmal herzlich willkommen auf der Buchmesse. Schön, dass Sie da sind, bei dem schönen Wetter draußen. Herzlich willkommen auch Frau Aurelia Porter. Wie Sie vielleicht sehen, Autorin und Vielschreiberin. Die Nicolae-Reihe, vielleicht von manchen ein Begriff. Im 5. Band jetzt erschienen unter dem Schwert. Frau Porter wird heute daraus vorlesen. Sie wird begleitet von ihrem Sohn Maximilian, der eigentlich auch den Soundtrack dazu geschrieben hat. Frau Porter auch auf Lesung und sonst im Klavier begleitet. Er wird in einem Gespräch im Anschluss an die Lesung auch das Thema Erblass und Selbstbestimmung mit ihr beleuchten. Dazu werden sie einen Bogen spannen zu den alten Teilen zurück und einen Ausblick auf den 6. Band abwerfen, der bereits in der Schublade fertig liegt, aber von noch niemandem gelesen wurde, außer von Frau Porter selbst. Wir sind gespannt, was wir zu hören bekommen. Jetzt erstmal dann viel Spaß bei der Lesung. Dankeschön. Ja, auch von unserer Seite herzlich willkommen. Und ich fange einfach mal an. So. Also, den 1. Band, den habe ich mit 16 Jahren gelesen. Und ich muss sagen, das war ein bisschen zu früh. Zwar ist der Titelheld selbst in diesem 1. Band erst 5 Jahre alt, aber in dieser Saga passiert einfach sehr viel zwischen den Zeilen und das konnte ich damals noch nicht so richtig rauslesen. Dazu kommt, dass es eine recht anspruchsvolle Sprache ist und die Handlungszeit. Das 19. Jahrhundert ist jetzt nicht gerade so die Epoche, mit der sich ein Jugendlicher normalerweise beschäftigt. Und auch im Schulunterricht fällt dieses Jahrhundert eigentlich eher unter den Tisch. Ich kann mich zumindest nicht daran erinnern, dass wir es in irgendeiner Weise behandelt haben. Und ich hatte vorher auch noch keine Familienromane gelesen oder historischen Romane. Das war im Prinzip alles für mich Neuland. Also praktisch eine fremde Welt, die aber irgendwo auch vertraut war, weil naja, die Menschen hatten damals wie heute halt Ängste, Wünsche, Sorgen, Sehnsüchte. Und insofern konnte sich auch mein 16-jähriges Ich ganz gut in diese Charaktere reindenken. Angefangen zu lesen habe ich eigentlich, weil ich mal wissen wollte, womit meine Mutter sich so die letzten Jahre beschäftigt hat. Also, was macht Mama eigentlich? Ne? Und weitergelesen habe ich dann, weil ich zwischen den Welten ihrer Romanreihe ja, hängen geblieben bin. Und 5 Bände sind es inzwischen und 7 sollen es werden. Aber der 5. Band, der markiert wirklich so einen Höhepunkt bisher in dieser Saga. Im Prinzip ereignet sich darin all das, worauf die ersten 4 Bände hingearbeitet bzw. ja, darauf hingedeutet haben. Und trotzdem ist die Saga jetzt nach dem 5. Band nicht zu Ende. Eigentlich im Gegenteil, der Leser hat jetzt im Prinzip so einen Gipfel erklommen und vor ihm tun sich halt weitere Bergspitzen auf und die Täler dazwischen sind nicht ganz so weit und tief, wie das, in der die Reise begonnen hat. Insofern werden sie ja, etwas schneller zu durchqueren sein. Und vor allem zeichnen sich die nächsten Bergspitzen schon schemenhaft ab. Ja, wenn Sie sich jetzt fragen, was redet der da, dann... Ich versuche es mal zusammenzufassen. Also man begibt sich auf eine Reise, wenn man diese Romanreihe liest. Und zwar wandert man zunächst zwischen Welten umher, findet durch verborgene Pforten in sie zurück, lässt geheimnisvolle Wälder hinter sich und wandert schließlich abseits der vorgegebenen Pfade, um dorthin zu kommen, wo sich Titelheld Nicolae jetzt befindet, nämlich unter dem Schwert. Ja, das ist mein Stichwort. Es folgt jetzt eine Textpassage aus Band 5 und dazu möchte ich Sie in das Jahr 1877 entführen. Und zwar in ein Karpatenschloss im Fürstentum Rumänien. Es gibt noch einen späten Gratulanten, Nicolae, sagte sein Vater, als sie vor der Schlosskapelle hielten. Unwillkürlich stoppte Nicolae der Atem und ein starker Zwiespalt nahm von ihm Besitz. Zu seiner Verwunderung fand er die Ikonenwand verschlossen. Die Pforte wird sich erst für dich öffnen, wenn du bereit dazu bist. Bereit wozu, Papa? Ihm zu begegnen.
das bin ich, verkündete er tapfer, obwohl ihn eine vage Furcht überkam. Na dann. Nervös stand Nikolai vor der Königspforte und wartete. Du musst sie loslassen, raunte sein Vater ihm zu. Was, Papa? Was soll ich loslassen? Deine Furcht. Denk an das, was uns verbindet. Nikolai zwang sich, seine Gedanken auf das geknechtete Volk zu lenken und Bilder ihrer grausamen Geschichten heraufzubeschwören. Gleichsam dachte er an die Zeiger der Zeit, die in der Lage wären, die Weichen in eine andere Richtung zu stellen, sofern sie ihre Kräfte bündelten und zu einem gemeinsamen Befreiungsschlag ausholten. Er ließ Visionen eines von den Osmanen unabhängigen Landes aufsteigen und verband damit Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft in einem einzigen Gedankenstrang. Er bedurfte der Weisheit seiner Vorväter, um diesen voranzutreiben, insbesondere des einen, der sich geradlinig und rückhaltlos für dieses Ziel eingesetzt hatte. Er wünschte, seiner teilhaftig zu werden, damit es ihm gelänge, dessen Werk zu vollenden. Und während er dies wünschte, spürte er das Amulett auf seiner Brust eine Wärme ausstrahlen, die tief in sein Herz drang und sich um es legte wie ein schützender Kokon. Jegliche Furcht wich. Und nun rufe ihn, Nikolai, hörte er die Worte seines Vaters wie von Ferne. Du musst ihn herbitten. Wie, Papa? Durch deinen Willen. Dein Wille allein vermag es, dich mit ihm zu verbinden. Trau dich, er erwartet dich. Tief holte Nikolai Luft. Er war 16 Jahre alt, ein kraftvoller, entschlossener junger Mann, der im Begriff stand, seinem Vorfahren alle Ehre zu machen, damit dessen gewaltsames Leben und gewaltsamer Tod nicht vergebens blieben. Die Seele seines Vorfahren sollte endlich Frieden finden. Plötzlich schien die Temperatur in der Kapelle deutlich zu fallen. Alles um ihn herum erstarrte. Selbst sein Herz hatte das Schlagen eingestellt. Nikolai konzentrierte seine Gedanken fest auf seinen Vorfahren, den spätmittelalterlichen Fürsten, dessen gequälte Seele es vermochte, durch Raum und Zeit zu reisen und ihm, den Jüngling aus einer modernen und aufgeklärten Epoche, an dessen Geburtstag mit Weisheit zu beschenken. Nikolai verlangte nach seinen Erkenntnissen aus alten Tagen. Er verlangte nach seinen Visionen für eine bessere Zukunft, die sich jetzt, im gegenwärtigen Moment, in einem alle Zeiten überbrückenden Punkt vereinen sollten. Abermals änderte sich die Luft in der Kapelle. Sie nahm deutlich an Dichte ab, als lösten sich sämtliche Partikel darin auf, als würde sämtlicher Sauerstoff aus dem Raum gesogen. Die im schummrigen Licht ohnehin nur blassen Konturen verschwammen, sämtliche Strukturen zerfielen im Nichts und für einen Augenblick senkte sich absolute Finsternis auf sie herab. Im nächsten Moment meinte er, die Gegenwart seines Vorfahren zu spüren. Ein vertrauter Geruch breitete sich aus, der so eigen war, dass es keinen Zweifel an seiner Präsenz gab. Um sie herum begannen sich vage Schatten zu bilden. Die bunten Heiligenbilder der Ikonenwand wurden allmählich wieder sichtbar. Langsam öffnete sich die Königspforte. Der Altarraum war von einem grünlichen Licht durchflutet, das nach einer Weile wich und einen diffusen Schatten zurückließ. Gemächlich formte sich dieser zu einer erkennbaren Kontur. Nach und nach fielen die einzelnen Schleier, hinter dem sein Vorfahre verborgen war, bis Fürst Vlad III. Aus dem Hause Bassarab immer deutlicher zum Vorschein kam. Schließlich stand er vor ihm, wie aus seinem eigenen Porträt entstiegen, gewandelt in seinen dunkelroten, mit Pelz verbrämten Bojarenmantel, seinen mit der kostbaren Egrette verzierten Hut und hohen Stiefeln. In den Händen trug er das legendäre Schwert mit dem rubingeschmückten Knauf, nachdem es Nikolai einst verlangt hatte zu greifen und das ihm in einem späteren Traum die Atemluft abgedrückt hatte. Jetzt endlich war er bereit, es ohne Gier, aber auch ohne Furcht entgegenzunehmen. Er wusste um die Kräfte, die es bar, wusste um die Feinde, die es treffen sollte. Er fühlte sich nunmehr stark genug, es verantwortungsbewusst zu führen, wann immer es vonnöten sein sollte.
Er hatte seinen Cicero studiert, er hatte seine Neagoge gelesen, er wusste um die Geißel der Menschheit, die seine Schwächen namens Hochmut, Habsucht und Machtgier waren, welche es zu besiegen galt. Trotz all der klugen Schriften, ob aus der hochkulturellen Antike, der humanistischen Renaissance oder der aufgeklärten Romantik, hatten die Menschen es nicht vermocht, ihre selbstzerstörerischen Schwächen zu überwinden. Auch die großen Religionen samt dem Christentum, die viele Fürsten und Könige überdauert hatten, hatten die Menschheit nicht zu läutern vermocht. Die Macht der Kirchenfürsten war ungebrochen. Und doch hatten all ihre Drohungen und Versprechen den Menschen nicht zum Guten bekehrt. In 400 Jahren hatte es kaum einen grundlegenden Sinneswandel gegeben. Zum Adel hatte sich lediglich das aufstrebende Bürgertum gesellt, reiche Bürger, die nun ebenfalls nach Privilegien und Profit gierten, sodass sich die einfachen Leute einer anzahlmäßig noch größer gewordenen Obrigkeit zu beugen hatten. All dies berichtete Nikolai seinem Vorfahren, nachdem sie auf zwei hohen Kirchenstühlen nebeneinander Platz genommen hatten. Er erzählte auch von seiner Wanderschaft durch das Land, auf der er von dem anwährenden Leid der Bauern erfahren hatte, sprach von unbarmherzigen Steuereintreibern, korrupten Gerichtsdienern und sadistischen Aufsehern, die mit ungebrochener Menschenverachtung auf die Armen einknüppelten und ihnen mit dem letzten Topf Maismehl das letzte bisschen Würde nahmen. Nikolai aber mit den Ärmsten gelitten, aber seine Tränen, die er des Nachts über deren Mut vergossen habe, hätten diese nicht sättigen können. Der einzige Weg, für Abhilfe zu sorgen, sei, wie er daraufhin von seinem Vorfahren erfuhr, die Änderung des Systems von oben, die Umerziehung der Obrigkeit zu Anstand und Gerechtigkeit, zu Verantwortungsbewusstsein und Maßhaltung. Doch, so meinte dieser im gleichen Atemzug, sei dasselbe auch von jedem Einzelnen aus dem Volke zu fordern, sonst gäbe es lediglich eine Umkehrung der Verhältnisse und nichts wäre dadurch zum Besseren gewonnen. Ließest du sie über sich selbst herrschen, so stünde es um dieses Land keinen Deut besser. Auch sie verfielen alsbald denselben menschlichen Schwächen. Die brutalsten und primitivsten unter ihnen spielten sich zu Tyrannen auf. Das Leid wäre nur um ein Vielfaches größer. Nein, Nikolai, die erforderlichen Veränderungen müssen mit Sinn und Verstand von oben kommen. Von einem weisen Herrscher, der der menschlichen Schwäche die Stirn bietet, der mit liebevoller Strenge und einem ausgeprägten Sinn für Recht und Ordnung sein Volk zu lenken weiß. Kurz, einem heldenhaften Heiligen. Das sich anschließende bedeutungsschwere Schweigen ließ Nikolai ungemütlich auf seinem hohen Stuhl hin und her rutschen. Was kann ich tun? Ich bin nur ein Jüngling ohne Einfluss und Macht. Ein Deutscher sitzt auf unserem Thron. Der Schreck fuhr ihm in die Glieder, sobald seine Worte verklungen waren, denn die Antwort kannte er bereits. Wortlos erhob sich Fürst Vlad III. Und überreichte seinen jetzt vor ihm knienden Nachfahren Nikolai Konstantin Dalaruk feierlich sein Schwert. Es wog zentnerschwer, sodass Nikolai es am liebsten sogleich wieder abgelegt hätte. Ein mitfühlendes Lächeln huschte über seines Vorfahrengesicht, etwas, das seine Widersacher ihm stets abgesprochen hatten. Hilfesuchend schaute sich Nikolai nach seinem Vater um. Du hast wahrlich keinen Grund, dich vor mir zu fürchten, Nikolai, sagte sein Vorfahre, während seine Stimme bereits zu verblassen begann. Unsere Seelen sind einander ähnlicher, als du glaubst. Die Umstände jedoch zwingen einen manchmal zu Handlungen, die du dir zuvor nicht vorzustellen vermagst. Solange das, was du tust, deinem Herzen entspringt, hast du dir nichts vorzuwerfen. Gehe zurück in deine Welt und rufe mich, wann immer du mich brauchst. Du kennst nun den Weg zu mir. Wieder kam es Nikolai so vor, als verändere sich die Atmosphäre im Raum. Mit einem plötzlichen Ruck setzte sein Herzschlag wieder ein, sodass er erschrocken nach Luft schnappte. Er fand sich kniend in der Altarnische vor dem Porträt seines Ahnen. Fürst Vlad III. War wieder in Öl erstarrt. Nur das Schwert in Nikolais Händen zeugte davon, dass er nicht nur geträumt hatte. Ja, also,
Nikolaje ist jetzt also bereit, in eine Schlacht zu ziehen. Verrätst du uns, um welche Schlacht es sich dabei handelt? Ja, es handelt sich um die Schlacht um Pleven im heutigen Bulgarien während des russisch-türkischen Krieges 1877-78. Die Rumänen kämpften damals an der Seite der Russen um ihre Unabhängigkeit vom Osmanischen Reich. Okay, aber Rumänien war ja ein Fürstentum. Inwiefern war das denn vom Osmanischen Reich abhängig? Ja, es war ein Vasallenstaat und dem Osmanischen Reich untertan. Das bedeutete, dass der Sultan entschied, wer den rumänischen Thron besteigen durfte und wer nicht. Außerdem waren die Rumänen tributpflichtig mit hohen Geldsteuern, aber auch zeitweise mit der sogenannten Blutsteuer, bei der sie gesunde, kräftige Knaben zu stellen hatten, die zu Sultansoldaten ausgebildet wurden. Das bedeutete im Kriegsfall, dass die Söhne auf ihre eigenen Väter und Brüder hätten schießen müssen und umgekehrt. Die Rumänen, die an sich ein romanisches Volk sind, müssten sich jahrhundertelang orientalischen Praktiken beugen, um zu überleben. Das erklärt vielleicht, warum Korruption auch heute noch ein so großes Thema dort ist. Aber abgesehen davon ist die Geschichte Rumäniens, das christlich-orthodox geprägt ist, eine überaus europäische. Wie Sie eben gehört haben, saß in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts ein Deutscher auf dem rumänischen Thron, ein Hohenzollern. Dadurch spielte auch die deutsche Kultur eine immer größere Rolle in dem Land. Die Söhne der Oberschicht gingen zum Studieren nach Paris, Wien, Berlin und kamen mit westlichem Gedankengut in ihrer Heimat zurück. Und Frankreich war schon seit jeher das große Vorbild der Rumänen. Das lässt sich auch heute noch sehr schön an der Architektur ihrer Hauptstadt Bukarest erkennen, die damals Klein Paris genannt wurde. Ja, deine Romanreihe ist ja nämlich nicht nur reine Fiktion. Sie spielt zwischen 1860 und 1880 in Rumänien und teilweise auch in England. Und du hast es dir zur Aufgabe gemacht, das Leben Nikolajes in die Historie zu integrieren. Inwiefern hältst du dich an die historischen Fakten? Also änderst du da auch mal was ab, wenn es gerade dem Roman zuträglich ist? Also das tut eigentlich gar nicht nötig. Ich versuche da wirklich so authentisch wie möglich zu bleiben. Die historischen Ereignisse sind meine Eckpfeiler, mein Gerüst, zwischen dem sich das Wesentliche abspielt, nämlich das Leben. Die Nikolaje-Saga ist in erster Linie eine Familiengeschichte, in der es naturgemäß um das große Beziehungsgeflecht innerhalb, aber natürlich auch außerhalb der Familie geht. Um Vorbilder, Abhängigkeiten, Selbstbestimmung, um den Wunsch nach Anerkennung und natürlich auch um die Suche nach der großen Liebe. Die historischen Ereignisse bleiben aber nicht ohne Auswirkung auf meine Romanfiguren. Auch der herrschende Zeitgeist hat Einfluss auf ihr Denken und Handeln. Insofern unterliegen sie, wie wir alle, einem gewissen Wandel. Ja, und ich finde, das macht deine Romanreihe auch so spannend, weil durch diesen historischen Rahmen wird sie einfach sehr real und man kann sich wirklich vorstellen, dass das alles so passiert sein könnte. Auf der anderen Seite passieren auch viele unerklärliche Dinge, teilweise übernatürliche, aber auch die beruhen ja alle irgendwo auf Sagen und Legenden. Die Daker und Kelten, das sind zwei Völker, die in deinem Roman auch eine große Rolle spielen. Und das sind ja auch zwei Völker, denen sehr viel Mystisches anhaftet. Und diese beiden Genres, History und Mystery, die vereinst du in deinen Büchern, was ja ziemlich ungewöhnlich ist. Was hat dich zu dieser Mixtur bewogen? Ja, der Kontrast hat mich so gereizt. Durch den Mystery-Anteil in der Nikolaje-Saga kann ich zudem sehr viel Spannung aufbauen. Es ermöglicht mir, in Bereiche vorzudringen, die im Verborgenen liegen und einen neuen, neuen Blickwinkel zu schaffen. In der Szene, die ich gerade gelesen habe, trifft Nikolaje auf seinen seit 400 Jahren toten Vorfahren. Dessen Wesen und Worte sind völlig anders, als die Chronisten und Geschichtsschreiber sie notiert haben. Denn jede historische Notiz ist im Endeffekt subjektiv, gefärbt durch die Brille der Meinung und Wertevorstellung, die zurzeit gerade herrschen. Durch die Kombination der beiden Genres bin ich also frei, einen Blick hinter die historischen Kulissen zu werfen und der Wahrheit, so es sie denn überhaupt gibt, ein ganz klein wenig näher zu kommen. Denn auch Nikolaje ist ja auf der Suche nach verloren gegangenem Wissen, unsichtbaren Mächten und dem großen Zusammenhang. Du hast eben Vorfahren angesprochen, auch die spielen ja eine sehr wichtige Rolle, aber eben nicht nur in deinen Büchern, sondern auch für jeden von uns.
Weil von unseren Vorfahren haben wir nicht nur unsere Traditionen geerbt und unsere kulturellen Eigenschaften, sondern auch Erinnerungen tatsächlich. Das klingt erstmal ein bisschen spirituell, aber das ist im Prinzip reine Biologie. Also da käme man jetzt in diesen ganz spannenden Fachbereich Epigenetik, also die Vererbung von mehr als nur körperlichen Voraussetzungen. Und du sagst, dass diese vererbten Erinnerungen die Basis von Sagen und Legenden sind. Ist das richtig? Ja, ganz genau. Sie ermöglichen uns einen Zugang zu unseren Vorfahren aus sehr alter Zeit. Auch wenn im Laufe der Jahrhunderte natürlich viel dazugedichtet ist, so entspringen sie doch einem wahren Kern. Und der ist spürbar. Das ist meines Erachtens auch der Grund, warum Sagen und Legenden, wozu ich auch Volksmärchen zähle, uns mit ihren uralten Mustern so vertraut erscheinen, weil sie vererbte Erinnerungen sind. Sie sind nur nicht mehr in unserem Bewusstsein. Das hat auch etwas mit Entwurzelung zu tun. Das ist ein Thema, was auch später noch in anderer Hinsicht in der Nikolai-Sage eine große Rolle spielen wird. Aber insofern haben Sagen und Legenden sehr viel auch mit Realität zu tun. Und in deinen Büchern werden sie dann teilweise auch real. Aber wie bringst du diese ganzen Mythen im historischen Kontext unter? Das ergibt sich eigentlich von selbst während des Schreibprozesses. Irgendwann ist die Situation da, wo sie zum Tragen kommen, und dann fügen sie sich ganz natürlich in die Handlung ein. Eines der zentralen Themen in deinen Büchern ist also die Vergangenheit und auch die damit verbundene Erblast. Und Nikolai flieht ja im vierten Band vor seiner Erblast, wird dann letztendlich wieder davon eingeholt, aber auch da spielt das Schwert ja schon eine sehr wichtige Rolle. Könnte man dann im Prinzip sagen, dass das Schwert das Symbol für Nikolais Erblast ist? Also das auf jeden Fall. Das Schwert ist ja das Symbol für Kampf schlechthin, sowohl für die real stattgefundene Schlacht als auch für den Kampf Nikolais um Selbstbestimmung. Auch als Symbol für den Kampf seines Vorfahren, für Freiheit und Gerechtigkeit, hohe Ideale, die sich immer wieder an den Realitäten brechen. Und auch das muss Nikolai über viele Seiten hinweg lernen, seine sehr hohen moralischen und humanitären Ansprüche in Einklang zu bringen mit den gesellschaftlichen und auch familiären Erwartungen. Könnte man dann im Prinzip sagen, dass er schon seit dem allerersten Band unter dem Schwert steht? Ja, also das Schwert begleitet ihn tatsächlich von Anfang an. In Band 1 ist Nikolai noch ein kleiner englischer Schuljunge, begeistert von der Artus-Sage, die ihm seine irische Urgroßmutter zu lesen gibt. Etwas später begibt er sich mit seiner Mutter auf Reisen auf den Kontinent ans andere Ende Europas, nach Rumänien. Und er spürt, dass hier seine Wurzeln liegen. Dort kommt er auch zum ersten Mal in Kontakt mit dem legendären Schwert seines Vorfahren, ohne dass er um diesen Umstand überhaupt weiß. Aber er fühlt sich magisch angezogen, er will es berühren. Ja, und später wird es ihm dann ja auch tatsächlich überreicht und damit im wahrsten Sinne des Wortes zur Erblast. So. Und er soll den Kampf seines Vorfahren also beenden und will das ja eigentlich nicht und läuft deswegen ja vorher von zu Hause fort. Woher kommt dann in Band 5 dieser plötzliche Sinneswandel? Also so plötzlich kommt er eigentlich nicht, sondern ist lange gereift. Ironischerweise hat gerade seine Flucht von zu Hause dazu beigetragen. Aus seiner Wanderschaft wird er mit dem harten Leben der einfachen Bevölkerung konfrontiert und hört ihre oft grausamen Geschichten von Elend und Not. Da erkennt er einfach die Notwendigkeit, das Erbe anzutreten, um diesen unerträglichen Zuständen ein Ende zu bereiten. Damit ist natürlich nicht nur die eine Schlacht gemeint. Er kann sich also dieser Verantwortung schon gar nicht mehr entziehen. Er wollte frei sein, um ein selbstbestimmtes Leben zu führen und muss nun erkennen, dass sein Weg, jedenfalls bis zu einem gewissen Grad, vorherbestimmt ist. Einen freien Willen, gibt es den überhaupt? Das ist eine Frage, die sich Nikolai immer wieder stellt. Wobei wir wieder bei diesem Thema Erblast und Selbstbestimmung sind, bei der Kontroverse angelangt sind. Deine Romanreihe ist ja auf 7 Bände ausgelegt, 5 hast du jetzt. Kannst du uns vielleicht noch einen kleinen Ausblick auf noch Kommendes geben? Ja, Nikolais Kampf um Selbstbestimmung geht weiter. Während die ersten 3 Bände seine Kindheit behandeln, begegnet der Leser ihm in Band 4 und 5 als Jugendlichen, als Heranwachsenden. In Band 6 und 7 wird es dann um sein Erwachsenenleben gehen und ich werde auch zeitlich einen wesentlich größeren Bogen schlagen. Auch stilistisch verändert sich etwas mit der Reife des Titelhelden.
Um Ihnen einen ganz kleinen Einblick zu verschaffen, werde ich jetzt eine ganz kurze Passage aus dem 6. Band lesen, der mir als Manuskript schon vorliegt. Ich bin nicht zufrieden. Ich bin ruhelos. Das Spielen liegt mir nicht außerhalb des Theaters. Die Welt ist nicht meine Bühne. Ich vermag vielleicht eine kurze Zeit lang in eine Rolle zu schlüpfen, dann erschöpft sie mich. Es scheint ein Widerspruch, doch die viel geforderte und oft besungene Freiheit ist das Schlimmste, das einem passieren kann, denn sie verlangt laufend verantwortungsvolle, zukunftsweisende Entscheidungen und damit Ausschlüsse. Was, wenn ich nicht ausschließen will? Was, wenn ich alles will, wie ein verzogenes Kind? Denn das bin ich. Das hat damals der alte Michael schon ganz richtig erkannt. Er sagte, mein Vater habe mich zu liberal erzogen. Ich hätte schon in frühen Jahren überall mitreden und mitdenken dürfen. Doch der eigene Wille, der daraus zu früh entwüchse, wäre ein Verführer und brächte einen um den gesunden Schlaf. Ich hatte ihn damals kaum verstanden. Jetzt verstehe ich. Dankeschön. Danke. Thank you.